Hörst du mich? Du bist jetzt sicher. Lass mich dir nun das letzte Kapitel in meiner und Satyas Reise zeigen. Es ist wichtig, dass du verstehst, was damals geschah. Dass du mich verstehst. 2 Tage nachdem die fliegende Festung Draconia verlassen hatte, erreichten wir endlich das Schlachtfeld. Oder wie die Geweihten es am liebsten nannten, den Vorhof der Niederhöllen. Hier haben sie dich also hingebracht. Ich habe dich seit Tagen gesucht. Ah! Schon wieder ein Einschlag. Ich beeile mich besser. Sie führt nicht auf das Dach, sonst könnte ich an ihr hochklettern. Die Schwebekristalle halten die einzelnen Teile der Festung in der Luft. Einer der Einschläge hat ihn geschwächt. Wir hängen nun unter der Brücke zur Hauptfestung. Er ist hinter dickem Glas. Gegen Dämonen völlig ungeeignet. Er steht lose im Raum. Es ist Platz für 4 Waffen und einen Schild. Ich könnte ihn verschieben. Aber wohin? Genau, was ich brauche. Ein Schwert. Es ist fast stumpf. Zu nichts zu gebrauchen. Ich brauche etwas Besseres. Ich binde ein Ende an den Waffenständer. Ich kann den Stab darin sehen. Wenn ich sein Augenleuchten richtig deute, schreit er wie am Spieß. Sie ist fest verschlossen. Ein stumpfer, schwerer Kolben. Die Öffnung ist viel größer, als es für das Schwert nötig gewesen wäre. Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Ich habe den Kolben nur mit Mühe in die Scheide klemmen können. Hier ist ein feindliches Geschoss eingeschlagen. Der Spalt ist zu weit, um hinüberzuspringen, und die Wand zu hoch, um hinaufzuklettern. Wenn ich kämpfen will, brauche ich auch einen Schild. Er hängt zu weit oben. Damit bekomme ich den Schild nicht abgeschnitten. Eine seltsame Konstruktion, aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Es ist immer noch zu gefährlich zum Überqueren. Wenn ich kämpfe. Er ist schwerer, als er aussieht. Eine lange eiserne Lanze. Eher zum Stechen als zum Schlagen geeignet.
Ich vertausche die Waffen. Ich baue das Ding vorher auseinander. Es sieht sehr mächtig und sehr, sehr schwer aus. Mit dem Schwert muss es gehen. Nichts. Ich muss den Schrank also doch irgendwie anders öffnen. Das andere Ende kommt an den Schrank. Ich könnte ihn verschieben, aber wohin? Charizard, endlich! Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kasim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihnen noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kasim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher mein Rubin, könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeitdschinns. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Er ist hinter dickem Glas. Der Schwebestein ist noch nicht zerstört worden. Er hat nur etwas an Macht verloren. Vielleicht kann ich ihn mit meiner Magie neu entfachen. Wecke den Schwebekristall. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. Die Schwebekammer ist das Zentrum der Festung. Sie hält das ganze Gemäuer in der Luft. Wenn Kasim den Hauptkristall unter seine Kontrolle bekommt, hat er mehr Macht als jemals zuvor. Was man mit ein paar Steinchen nicht alles machen kann. Wir sind fast da. Die Schlacht ist in vollem Gange. Ihr habt euer Ziel endlich erreicht, Herrin. Die große Schlacht gegen die Dämonen. Ja, nur dass der schlimmste Dämon nun keiner mehr ist.